herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gabriel Knight Teil 2. Wir waren im letzten Video wieder beim Kommissar Leber, haben ihm die neuen Beweise vorgelegt, haben ihn mal reingelegt und haben ihm gesagt, dass irgendwo bei der Universität der Club wäre, weil wir wollten den ganzen Club stürmen, obwohl wir gerade da uns erstmal reingeschmuggelt haben. Und ja, wir sollen nach Buchenau, weil wir eine... Moment, ich zeig das gerade mal. Wir haben nämlich beim Kommissar Leber was aus der Akte rausstibitzt. Exporte? Exoten? Es wäre nicht schlecht zu wissen, was das alles bedeutet. Ja, genau. Hier hat irgendjemand viel Geld gezahlt für irgendwelche Exporte, Exoten. Und in der Dornlangstraße 41 in Buchenau. Da wollen wir hin, das ist ein neuer Punkt auf der Karte, den wir haben. Und auch interessant ist das hier. Von Zills Unterhaltung ist sicherlich interessant. Leider ist sie auf Deutsch, hat er noch das letzte Mal gesagt, aber wir haben sie übersetzen lassen. Wir haben diese Kassette ihm gar nicht gegeben. Also werden wir ihm irgendeine von den Leerkassetten gegeben haben. Wir haben ihn also reingelegt und haben ihm auch Beweise unterschlagen. Aber auch nicht schlecht. Also wenn das nicht noch Probleme später mit der Polizei gibt. Behinderung der Justiz. Was haben wir hier? Grossmann Kontakt Dorn. Großbergs Kontakt Dorn. Das bin ich, Gabriel Knight. Toll. Jetzt schon mal nicht runter. Gehen wir mal dahin. Hallo, sind Sie Herr Dorn? Ja. Was wollen Sie? Mein Name ist Knight. Ich bin ein Partner von Großberg. Großberg? Der Hurensohn schuldet mir verdammt viel Geld. Und jetzt ist er tot. Wer bezahlt mir das, hä? Ich werde Großbergs Konten verwalten. Wenn Sie mir genau sagen würden, was Sie für ihn getan haben, könnten Sie gleich einen Scheck haben. Ich erzähle niemandem, was ich mache. Wenn Sie mir bezahlen, was mir zusteht, können Sie und ich vielleicht ins Geschäft kommen. Wenn nicht, ich habe genug von Großberg und seinen Partnern. Wer sind die Partner, von denen du redest? Was ihm zusteht, das betrifft dann ja wohl das hier, die Kohle. Exporte? Exoten? Können direkt nochmal hin. Sie schon wieder. Haben Sie das Geld, das Großberg mir schuldet? Sie nehmen keine Reisechecks, oder? Nein. Dachte ich mir. Ich glaube nicht, dass er auch tauschen würde. Okay. Also ich glaube nicht, dass wir so viel Geld bei haben. Ich habe schon aus Gewohnheit keine 14.000 D-Mark in meiner Brieftasche. Achso, der will genau die untere Summe haben. Ja gut, das dann bin ich. Kommen wir nochmal wieder. Ich hab was vergessen. Ich komm später wieder. Aha. Ja, aber wir sind stinkreich. Ist ja kein Problem. Gehen wir mal zum Anwalt. Was hat er gesagt? Mist, der hat irgendwas gesagt. Ich glaube, sie spricht kaum Englisch. Hoffentlich war das jetzt nicht irgendwas damit. Genau, Geld auftreiben. Könnten Sie für mich etwas Geld vom Ritterkonto abheben? Natürlich, wie viel brauchen Sie? 14.000 Mark. Ist es klug, so viel Geld bei sich zu tragen? Ich behalte es nicht lange. Ja, in Ordnung. Frau Hogel, gehen Sie zur Bank und heben Sie mir 14.000 Mark vom Ritterkonto ab. Ja, einen schönen Dank. Vielleicht möchten Sie ein Testament machen, während wir warten. Macht sich schon Sorgen. Und wenn ich Ihnen einfach alles überlasse? Ich wünschte, Sie würden mir alles überlassen.
Das wird wohl kaum geschehen. Danke, Schätzchen. Danke, Schätzchen. Dorn Juan, oder wie wird's ausgesprochen? Ich habe im Augenblick nichts mehr zu sagen, aber wir haben hier 14.000 D-Mark. Wie gewonnen, so zerronnen, schätze ich. Na gut. Bringen wir ihm das Geld. Wir haben es doch, mein Gott. Wir haben noch den Tempel ausgenommen im ersten Teil. $14.000. In bar. Kommen Sie herein. Bitte. Was für krumme Geschäfte laufen hier? Nicht gut, ha? Der Geruch. Das sind die stinkenden Tiere. Egal, wie viel ich sie sprühe. Sie stinken. Einige Tiere sind so, ja. Bin interessiert, Ihre Geschäftspläne zu erfahren, Herr Knight. Tja, eigentlich brauche ich Informationen, was für Geschäfte ihr getrieben habt. Diese Tiere sind dreckig und hungrig. Sagt er gar nichts mehr? Das war seltsam. Welche Art von Exoten besorgten Sie für Großberg? Alles. Katzen meistens. Alles, was einen guten Mantel abgibt. Was man gut verkaufen kann. Katzenmantel? Okay. Aber für Sie, wenn Sie bar zahlen, besorge ich Ihnen alles. Können Sie Nilpferde besorgen? Okay. Vielleicht nicht sofort, aber nahezu sofort. Brauchen Sie ein paar Katzen? Gorillas? Ich beschaffe Ihnen Gorillas. Nun, vielleicht. Ich lasse Sie wissen. Das ist definitiv illegal hier, was er hier für Tiere besorgt hat. Ich denke mal, daher haben sie auch die Tiere, die unten in diesem Zeremonienraum waren. Hat Großberg die Tiere gehäutet oder Sie? Ich? Ich mach das. Kostet 250 Mark extra. Und ich mache gute Arbeit. Die Haut kriegen Sie ganz sauber. Aber nicht das Fleisch. Das Fleisch ist extra. Natürlich. Aber alle paar Monate. Großberg wollte das ganze Tier lebendig. Ich weiß nicht, was er mit ihnen gemacht hat. Ich stelle keine Fragen. Ich glaube, ich weiß es. Eins davon hat er wahrscheinlich bei uns vorgelegt. Also vors Haus. Das war ja total geschlachtet. Sprachen Sie mit Großberg, bevor er starb? Ja, klar. Vor ein paar Tagen. Ich habe den Bastard wegen dem Geld angerufen. Er hat mir von Ihnen erzählt. Wirklich? Ja, klar. Er sagte, dass er einen neuen Partner hat. Und bald auch viel Geld. Und dann würde er mich bezahlen. Ich dachte, er lügt. Aber hier sind Sie. Gut, dass er die Wahrheit gesagt hat. Ja. Er könnte auch der Mörder sein, weil er kein Geld bekommen hat. Hey, wie liefen Großbergs Exporte denn so? Okay. Normalerweise bringe ich die Tiere rein. Selten raus. Ich habe hart gearbeitet, um zwei solche zu kriegen. Oh,
Wohin gingen die Exporte eigentlich? Taiwan. Ein Zoo, behaupten sie. Glaube ich aber nicht. Ein Restaurant, glaube ich. Und wird auch Wolfsfleisch an taiwanesische Restaurants verkauft? Warum nicht? Sie verkaufen Tiger. Diese Leute, die essen alles. Es waren zwei Wölfe, richtig? Ja, klar. Männlich und weiblich. Die aus dem Zoo. Kann ich sehen, wo Sie sie gehalten haben? Ja, sicher. Ich habe sie im letzten Käfig rechts gehabt. Der neben der Wand. Den schauen wir uns doch dann direkt mal an. Vielleicht ist da ein Hinweis. Wenn ich jemals diesen Fall löse, gebe ich Leber mal einen heißen Tipp. Wenn ich jemals diesen Fall... Hinten an der Wand. Irgendwas unten entdeckt. Da scheint ja irgendwas drin zu sein. Klingt nach einem Löwen. Am krassen Tiger. Die Katze wartet doch nur drauf, dass ich meinen Arm da nochmal reinstecke. Aber warum sollst du das tun, weil da noch was geglitzert hat, ne? Da ist doch was drin. Aber ich kann nichts erkennen. Haben wir irgendwas, was wir da reintun können? Messer kommst du auch nicht dran. Kann das Amulett dich abschrecken? Ich glaube nicht, dass Morris Interesse hätte. Okay, der heißt Morris. Jetzt können wir vielleicht Fleisch kaufen und ihm das anbieten. Das ist ja immer so eine Sache, genau wie im letzten Kapitel. Ständig Sachen haben, die wir schon links hätten mitnehmen können. Wenn ich... Geht nicht, aber wird angezeigt, das ist sehr seltsam. Hier stimmt irgendwas mit dem Ton nicht, ist schon wieder irgendein Bug drin, oder? Okay, wir kommen wieder. Sagt der Tipp? Tipp sagt Marienplatz. Ich vermute Fleisch besorgen. Huch, das kennen wir noch gar nicht. Wie geil ist das denn? Hier oben? Nein, hier war es noch nicht angezeigt. Wie krass. Sieht aus, als wäre das nicht der erste Schatten, der über München liegt. Sieht aus. Fein. Okay. Mehrfach dran vorbeigerannt, nicht entdeckt. Wir brauchen eine Hotspot-Anzeige. Ich glaube, sie spricht kaum Englisch. Können nichts kaufen. Blutwurst? Weißwurst? Blutwurst? Leberkäse? Schweine in... Okay, wir können nichts... Oder wir müssen das Portemonnaie geben. Nein, wir können es die ganze Zeit vielleicht doch schon machen. Ach du Schande. Haben Sie heute Weißwurst? 6 Mark, Sandis. Weil ich eben noch die das Portemonnaie noch hat ausprobiert hatte mit Geld geben. Scheiße. Jetzt würde mich interessieren, kann ich das schon die ganze Zeit? Bitte. Jetzt wäre interessant, ob ich in den Zoo fahren kann. Oder hätte ich vorher schon in den Zoo fahren können?
Das hat im Moment keinen Sinn. Und da die Wölfe füttern, was ich ja schon die ganze Zeit in den letzten Kapiteln vorhatte. Ich glaube, das habe ich aber schon mal ausprobiert im zweiten Kapitel oder im ersten. Da hat er doch irgendwas gesagt, der will jetzt keinen oder so, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Leckere Weißwurst. Brezel dazu, Bier und alles ist gut. Boah, schlägt sich schon das Mäulchen. So, dann wollen wir mal hoffen, dass er länger braucht für die Wurst, aber wahrscheinlich schlingt er die in Sekunden weg. Ja, so eine Miezekatze ist schnell. Und was will er mir erzählen? Der andere bekommt das doch alles mit, der ist direkt daneben stehen. Nun gut. Was haben wir da gefunden? Schilder von Hilda und Parzival. Tja. So viel zur Theorie von den Killerwölfen aus dem Zoo. Die wurden verfüttert an irgendein scheiß Restaurant. Haben sie doch nicht mehr alle. Wieso geht das nicht? Ich klicke den an und es passiert nichts. Zeigt das an. Das bin ich. Bei mir geht's direkt, bei ihm geht's nicht. Ich vermute, wir können bei ihm nichts machen momentan, aber eigentlich müsste er doch irgendwas sagen wie, ja, momentan will ich da nicht mehr reden. Marienplatz, immer noch. Nicht, dass ich hier doch was auslasse. Gehen besser nochmal rein. Red mit mir. Keine Lust. Wenn ich jemals diesen Fall löse... Na gut, da gehen wir ab. Dann vermute ich, dass wir jetzt beim Marienplatz zur Jagd gehen können. Achso, wir können ja Schnellreise machen. Super. Oder wir haben irgendwo wieder was vergessen. Nein, es geht los! Ja, natürlich. Guten Morgen. Wie geht's? Zum Bayerischen Wald oder wie ist das? Da sind sie ja. Marschbereit? Ich denke. Hab eigentlich nichts dabei. Von Aigner sagte, sie hätten Gewehr in der Hütte. Oh, wir kümmern uns schon. Keine Sorgen. Meine Herren, lassen Sie uns gehen. Alle Jagdhosen an. Nur er nicht. Obwohl, der Klingmann auch nicht, oder? Das war doch eine normale Hose. Hennemann, Preis. Sie beide schlafen im Zimmer von Preis. Gabriel nimmt das von Hennemann. Ach du lieber Himmel. Ja, Herr Baron. Ihr Zimmer ist die Treppe hoch auf der linken Seite. Heute wird ausgeruht. Morgen wird gejagt. Super. Kann's kaum erwarten. Das wird doch ein Fiasko. Kann das ja wahrscheinlich gar nicht damit umgehen. Was hast du dir da nur eingebrockt? Schauen wir uns mal den Schrank an. Ein Geheimgang drin? Nein, das ist ja nicht das Schloss.
Gähnende Leere. Gähnende Leere. Gähnende Leere. Schon mal nichts. Das bin ich. Ja, ich wollte eigentlich dahinter den Kleiderständer nutzen. Ich könnte nie in diesem Raum schlafen. Wieso? Jedenfalls nicht ohne verbarrikadierte Tür. Ah, okay, ja, tschüss, ne? Ich könnte jetzt schon eine Dusche brauchen, aber erst sehe ich mich um. Ich könnte jetzt schon... Geh doch mal in die Richtung. Da draußen möchte ich mich nicht verlaufen. Man kann runterschauen noch. Hup, was ist das? Da ist ein Fenster, Sims. Schade, dass es nicht ein bisschen größer ist. Da ist ein Fenster. Okay, wir haben ein Fenster, Sims. Wofür ist das gut? Da draußen möchte ich... Nirgendwo. Da ist ein Fenster. Für nichts, denke ich mal. Erstmal. Könnte man das Diktiergerät ablegen vielleicht. Aber wozu? Aber wir können direkt mal testen, ob es geht. Ah, nicht weiter. Ab wollte ich. Ah, das geht aber auch nicht. Wen sollten wir auch da belauschen? Machen wir erstmal einen Break. Bis demnächst, euer Chote.